Mehr als eine halbe Million Menschen in Baden-Württemberg sind pflegebedürftig. Der demografische Wandel und die Überalterung in der Gesellschaft werden die Zahl rasant steigen lassen. Bis 2040 wird es mehr Pflegebedürftige geben, um die 25%. Wer als Pflegekraft arbeitet, muss sich also anscheinend keine Sorgen um seinen Job machen. Oder doch? Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauende, zu einer neuen Ausgabe von Lichtblicke, dem Magazin für Lebensfragen. Bei mir im Studio begrüße ich jetzt ganz herzlich Herrn Kai Käshöfer. Sie sind Geschäftsführer der Evangelischen Sozialstation Karlsruhe. Danke. Herr Käshöfer, Arbeiten in der Pflege ist unser heutiges Thema. Ist die Pflege ein Beruf der Zukunft? Wenn man die Zahlen betrachtet, natürlich, Sie haben es vorhin selber gesagt, was die Entwicklung angeht, natürlich ist der Bedarf an Pflegefachkräften da und Pflege ein Beruf der Zukunft. Die andere Frage ist, wer wird noch in der Pflege arbeiten können und wie wird die Pflege finanziert? Das ist das gesellschaftspolitische Thema. Ja, weil es gibt zum Beispiel jetzt auch schon ganz viele Programme seit einigen Jahren. Wir holen hier in Deutschland Pflegekräfte zum Beispiel aus dem Ausland dazu. Der demografische Wandel wird natürlich auch noch dazu beitragen, dass es immer mehr alte Menschen gibt, aber viel weniger junge, die dann in die Pflege einsteigen können. Und auch das Finanzielle ist natürlich ein Thema. Welche Bedingungen brauchen wir in Deutschland, damit die Pflege wieder ein attraktiver Beruf wird? Welche Forderungen haben Sie vielleicht an die Politik? Klar ist, dass es Randbedingungen gibt, die sind in der Pflege so. Pflege ist eine Profession, eine Dienstleistung auch, das kann man so sagen, die auch zu unüblichen Zeiten benötigt wird. Also wir reden hier über einen Beruf, der auch im Schichtdienst arbeitet, der an Feiertagen, am Wochenende arbeitet. Das muss man sich gewahr sein, wenn man in der Pflege tätig ist. Auf der anderen Seite ist genau, weil es auch eine gesellschaftspolitische Aufgabe ist, in der Pflege zu arbeiten, dann auch notwendig, diesen Beruf entsprechend dann auch zu refinanzieren und dann auch die finanziellen Rahmenbedingungen für in der Pflege Tätige zu liefern. Das ist das eine Thema, es geht aber nicht nur um Geld, es geht eben auch um Rahmenbedingungen. In welchem Setting wird gearbeitet, unter welchem Zeitdruck. Wir haben in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten erlebt, dass über Effizienzsteigerung in Anführungszeichen, Kostenoptimierung eigentlich, immer am Personal gedrückt wurde. Also Pflege wurde komprimiert in wenig Zeit und da müssen wir weg. Wir müssen Zeit in die Pflege bringen, um die Rahmenbedingungen zu liefern, damit man in der Pflege auch mit dem Ethos, mit dem man angetreten ist, arbeiten kann. Das heißt, dass man auch die Prophylaxen und auch die aktivierende Pflege durchführen kann, um einem Mensch zu unterstützen, dass der Hilfebedarf, den er braucht, einfach auch in die Länge gezogen wird. Und was glauben Sie, wie können wir das erreichen? Meiner Ansicht nach können wir das nur erreichen, indem wir das bestehende System umwälzen. Das ist eine politische Aufgabe, die sehe ich auf der bundespolitischen Ebene verankert. Diese Unterteilung des SGB V, also der Krankenkassen, und SGB XI der Pflegekassen in zwei verschiedene Segmente, auch mit der Refinanzierung, das wird so nicht weiter funktionieren. Wir sehen, dass der Bedarf in der Pflegeversicherung immer mehr steigt. Wir sehen, dass im Bereich der Krankenkassen auch die Mitgliedsbeiträge angepasst werden müssen. Und wir müssen uns überlegen, wo fließen Gelder hin, mit welcher Effizienz. Sie haben kurz die Entwicklung in Baden-Württemberg angerissen. Bundesweit betrachtet, zum Dezember 2021 waren 5 Millionen Menschen pflegebedürftig. 4,19 Millionen dieser pflegebedürftigen Menschen leben in der eigenen Häuslichkeit. Nur 0,3 Milliarden von 5 Milliarden Ausgaben fließen in den ambulanten Bereich. Da muss man gucken, wo fließt welches Geld hin, um effizient zu sein, um zu schauen, wie können Menschen gut versorgt werden mit dem Ziel, wo sie leben wollen. Dass sie auch lange in der Selbstständigkeit bleiben. Genau. Ja, wir wollten es genauer wissen, wie die aktuelle Situation in der Pflege ist und haben einen Tag lang eine mobile Pflegekraft begleitet. Es ist die erste Station auf ihrer heutigen Tour. Blutzuckermessen steht auf dem Plan. Schwester Daiwa kommt schon seit knapp 3 Jahren zu Richard Schöpferling. Er ist einer von durchschnittlich 15 bis 20 Kunden, die sie pro Tag betreut. Und das 6 Tage am Stück. Dann hat Schwester Daiwa einen Tag frei. Eine typische Arbeitszeitverteilung, die nicht jeder Partner toleriere, erklärt sie. Nur einer von vielen Punkten, der den Pflegeberuf ihrer Meinung nach immer unbeliebter macht. Ich kann jetzt nur sprechen über ambulante Pflege.
Also wir merken, dass kommt weniger und weniger Nachwuchs. Die möchten auch nicht so 39 Stunden wöchentlich arbeiten. Das kann man auch verstehen. Wir haben großen Druck. Wir sind nicht nur Pfleger, wir sind auch Autofahrer, Seelsorger. Wir sind ganze Paket in eins. Und das macht also Schwierigkeiten, dann junge Leute oder für junge Leute attraktiv unser Beruf zu machen. Ihre Ausbildung zur ambulanten Pflegekraft absolviert Daiva Andres in Litauen. Seit 8 Jahren arbeitet sie für die Diakonie Sozialstation Mannheim. Sie liebt es, unterwegs zu sein, mag Abwechslung und lernt gerne neue Leute kennen. Deshalb passe der mobile Pflegedienst so gut zu ihr. Wie viele in ihrem Beruf, so will auch Schwester Daiva anderen Menschen helfen. Gelebte Nächstenliebe, ganz im christlichen Sinne der Diakonie. Doch der Gesellschaft sei ihre große Verantwortung oft nicht bewusst, sagt Schwester Daiva. Ich wünsche mir 5 Tage Woche, nicht 6 Tage Woche, dass auch unsere sozialen Kontakte können wir auch pflegen, dass wir sind nicht nur im Beruf, weil durch Erholung, durch mehr Freizeit, wir sind dann mehr auch für Patienten da, vielleicht Grundgehalt auch. Wir tragen sehr große Verantwortung. Wir arbeiten nicht in Bank oder in Homeoffice. Wir sind immer unterwegs und oft durch unsere Entscheidung wird ein Patient kann leben oder sterben. Laut einer Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft im Auftrag der Bundesregierung fehlen aktuell 35.000 Pflegekräfte in Deutschland. Und es wird kontinuierlich weniger Pflegepersonal. Durch den demografischen Wandel aber immer mehr Pflegebedürftige. Die Corona-Pandemie macht den Pflegeberuf nicht attraktiver, sagt Jessica Terandasi. Dennoch sieht die Geschäftsleiterin der Mannheimer Sozialstation auch eine Chance in der Pandemie. Man muss einen langen Atem haben. Dann würde ich sagen, trotzdem denke ich, wir haben das gut gemeistert. Das ist ja auch immer eine Chance, die in so einer Krise steckt, um zu sehen, was kann man schaffen, wenn die Rahmenbedingungen furchtbar anstrengend sind. Also das hat mich auch ein Stück weit stolz gemacht, dass ich gesehen habe, dass wir auch gerade in so harten Zeiten gut zusammenhalten können und dass wir jeden Tag gearbeitet haben, dass es keine Ausfälle gab, dass keine Kunden unversorgt geblieben sind. Also das hat mich schon stolz gemacht. Und ansonsten würde ich sagen, die Mitarbeiter sind da, auf die kann man sich verlassen. Aber ich denke, es wäre trotzdem irgendwie auch so ein Appell an die Politik, dass sich tatsächlich jetzt was ändern muss, einfach um dann die Zukunft der Pflege neu zu gestalten. Das wäre ganz, ganz wichtig. Richard Schüpferling hat Glück. Er ist mit seinen über 90 Jahren geistig und körperlich fit. Er zieht sich alleine an, macht sich selbst Frühstück. Trotzdem möchte er den ambulanten Pflegedienst nicht missen. Der kommt 3-mal am Tag zu ihm. Und ist nicht nur fürs Einkaufen, Kochen und die medizinische Pflege zuständig. Sie sind alle nett und hilfsbereit und dann entsteht auch ein Gespräch und das tut einem gut. Also das wenigstens nicht nur das Fachliche, sondern dass auch das Persönliche mal etwas rauskommt. Daiva Andres ist seine sogenannte Bezugsschwester. Das heißt, sie ist direkte Ansprechpartnerin und wichtigste Bezugsperson. Die beiden verstehen sich gut, diskutieren über Gott und die Welt, gehen spazieren. Einmal in der Woche kümmern sie sich gemeinsam um die Tiere in einem Vogelpark. Schwester Daiva nimmt sich Zeit für die Menschen, auch wenn ihr Arbeitstakt streng ist. Für alte Menschen wie Richard Schüpferling bedeutet der ambulante Pflegedienst auch ein Stück Freiheit und soziale Anbindung. Und für ihn ist ganz klar, es muss mehr getan werden für die Pflegenden. Die Bezahlung ist ja hundsmiserabel. Also ich bin der Meinung, da muss was getan werden. Denn kein Mensch, die meisten suchen ja heute einen Beruf, der angenehm ist, der freundlich und das ist ja ganz normal, glaube ich. Und die machen es auch oder müssen es machen und also die gehören besser bezahlt. Sei es temporär durch einen Unfall oder später im Alter, seien es Angehörige, die plötzlich zum Pflegefall werden. Pflege geht früher oder später jeden etwas an. Davon ist Jessica Terandasi überzeugt.
Um Pflege weiterhin zu gewährleisten, fordert die Branche neben einer besseren Bezahlung auch verlässliche Konzepte und Reformen von der Politik. Doch die Umsetzung lässt seit vielen Jahren auf sich warten. Es wird höchste Zeit, dass sich etwas tut. Herr Käshöfer, was hat sich denn seit der Pandemie getan? Also während der Pandemie hieß es, die Pflegekräfte sollen mehr Geld bekommen, mehr Zugeständnisse bekommen. Hat sich seitdem was geändert? Also man hat während der Corona-Pandemie-Zeit ja festgestellt, welchen Stellenwert die Pflege hat. Und ja, es hat sich in der Zeit schon das ein oder andere verändert, was die tarifliche Vergütung angeht. Also die Vergütung von Pflegekräften hat sich verändert. Es ist immer noch die Diskussion, ob im Vergleich zur Verantwortlichkeit, die man hat, die Vergütung adäquat ist. An den Rahmenbedingungen hat sich nicht wirklich viel verändert. Auch die Versprechungen, die gemacht wurden seitens der Politik, was die Änderung angeht, was grundsätzliche Reformen angeht, da warten wir nach wie vor darauf, dass da was in die Hand genommen wird und geändert wird. Schwester Daiwa hat davon gesprochen, sie muss 6 Tage arbeiten und hat dann einen Tag frei, wünscht sich aber eigentlich so eine 5-Tage-Woche. Wieso kann sowas nicht umgesetzt werden in der Pflege? Ja, das wird auch umgesetzt. Also da bin ich jetzt nicht so ganz bei der Kollegin in dem Einspieler. Wir haben da beispielsweise ein anderes Konzept. Die Frage ist ja eher nicht, in welcher Tagewoche gearbeitet wird. Die Frage ist eher, wie viele Kollegen sind denn da? Beziehungsweise, wenn ein Kollege ausfällt, muss man dann an seinem eigentlich freien Tag einspringen oder gibt es andere Konzepte, andere Lösungsmöglichkeiten? Und das sind dann wiederum diese Thematiken, Rahmenbedingungen und auch Kollegen, die in der Pflege tätig sind, beziehungsweise der Mangel an Pflegefachkräften. Wenn der nicht so adäquat wäre oder so ausgeprägt wäre, dann hätten wir nicht die Notwendigkeit, dass die Kollegen, wenn sie dann ihr verdientes Frei haben, angefragt werden, ob sie denn einspringen können. Das sind ja so die Rahmenbedingungen, die es dann auch grundsätzlich geht. Ja. Da Grundlagen zu haben und auch finanzieller Spielraum zu haben, um quasi einen entsprechenden Puffer zur Verfügung zu stellen. Fassen wir nochmal zusammen. Es gibt schon mehr Geld. Bei Ihnen zum Beispiel in der Sozialstation Karlsruhe gibt es auch eine andere Arbeitszeit- oder Arbeitstageaufteilung. Also im Endeffekt könnte man sagen, es ist ja schon ein Beruf mit Zukunft, weil es ist ja auch was Sinnvolles, ne? Es ist ja auch so ein Beruf, den man stolz sein kann. Auf jeden Fall. Ich bin ja selber ursprünglich vom Beruf Altenpfleger. Es gab ja auch eine Motivation, diesen Beruf zu erwählen. Und es gibt ja auch, also neben der finanziellen Vergütung noch weitere Themen, wie auch das hat die Kollegin angesprochen im Film, mit Menschen in Kontakt zu sein, soziale Kontakte zu pflegen, auch etwas zurückzubekommen. Also dann auch wirklich auch an Erfahrung und auch an Wertschätzung teilzuhaben oder die zurückgespiegelt zu bekommen, die auch dann einen mit Stolz erfüllt. Und genau das ist auch unser Thema, Stolz auf den Beruf, stolz zu sein und auch mit Beruf Stolz aufzutreten. Wir sind Pflegefachkräfte, wir haben einen Beruf über 3 Jahre gelernt. Wir können unser Standing klar vertreten, auch mit Forderungen gegenüber anderen Berufsgruppen nach unserer pflegefachlichen Einschätzung. Und natürlich ist es auch ein Arbeitsfeld, in dem wir viele Entwicklungsmöglichkeiten haben. Wir sehen, dass da Entwicklungen sind in die Richtung Ausbildung, ist ein Thema als Praxisanleiter, als Wundmanager tätig zu sein, im Bereich Hygiene einen Schwerpunkt zu haben, vielleicht in der Intensivpflege oder als Pflegedienstleitung, Einrichtungsleitung oder Geschäftsführer. Also wenn Sie mich betrachten, war das so mein Werdegang und habe da ja auch eine entsprechende Möglichkeit der Entwicklung gehabt. Die gibt's. Also können wir die Frage unserer Sendung eindeutig mit Ja beantworten, nämlich die Pflege ist ein Beruf der Zukunft. Herr Käshöfer, wir sind schon am Ende der Sendung angelangt und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihren Besuch. Und liebe Zuschauende, wenn Sie mehr über das Thema Pflege erfahren möchten, dann schauen Sie mal auf der Seite der Diakonie vorbei. Hier finden Sie auch Informationen zu weiteren Gesundheitsthemen. Die Adresse ist eingeblendet. Alle unsere Sendungen und weitere Infos zu Lichtblicke finden Sie auf unserer Seite erb-mediathek.de. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind und wünsche Ihnen bis dahin eine gesegnete Zeit.